Und da geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Black Mirror. Wir haben zuletzt mit Samuel die Chroniken von Schloss Wormhill gelesen und sind jetzt total informiert über einen kleinen Teil der Geschichte der Familie Gordon. Ich denke mal, dass das ganz okay ist, wenn ich das so in der Länge... Es gehört zum Spiel. Alle, die das nicht wollen... Habe ich jetzt vergessen, im letzten Part zu sagen. Alle, die das nicht wollen, die können es ja skippen. Ne? Und ihr seht das ja, wann das vorbei ist, das Geseier. Beziehungsweise, ich finde es aber interessant. Das ist immer in einem Let's Play tatsächlich ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Weil es ist die Story. Die Story ist in Point-and-Click-Adventures meistens sehr komplex, was eigentlich sehr schön ist. Und es ist eigentlich ein Point-and-Click-Adventure für Let's Plays. Na, was soll ich sagen? Je nachdem, was man für ein Let's Player ist. Wenn man so jemand ist wie ich, der einfach die Klappe nicht halten kann und immer wieder was dazwischen sagen muss. Entschuldigung. Ist das ein bisschen schwieriger, glaube ich. Weil das Spiel an sich erzählt sehr viel. Und man muss sich da halt ein bisschen drauf einlassen. Aber das passt schon, das kriegen wir hin. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Quatschen wir mal den Doktor an. Aber ich muss gerade die Bewegungsschleife noch ablaufen, deswegen blättert er jetzt so. Und jetzt muss er es noch weglegen, damit er dann mit uns reden kann. Super. Vor allem, die bewegen sich alle in Zeitlupe. Ja, in Ordnung. Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Oh, ja, sein Freund. Das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen. Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Kommen Sie morgen wieder, dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Nein, du erzählst also mir das jetzt. Dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Herman weiß etwas Wichtiges. Und er will's mir nicht sagen. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Der spinnt wohl. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht. Er sieht aus wie jemand, an den ich mich erinnern würde, wenn ich ihn gesehen hätte. Mhm. Oh, jetzt fällt mir ein, wen wir mal fragen sollten, ob er den schon mal gesehen hat, den Herrn auf dem Foto. Also wir müssen auf jeden Fall unsere, wie heißt die, Victoria, die müssen wir fragen. Und ich würde jetzt aber trotzdem mal ganz kurz hochgehen. Und Robert fragen, weil wir haben hier mehrere Leute, die wir belästigen können. Fragen wir mal Robert. Vielleicht hat der ja den Typen schon mal gesehen auf dem Foto. Hätte ich eigentlich vorhin schon machen können, Mann. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Sicher? Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe, aber hinten auf dem Boden hier, das sieht aus wie Blut bei Robert im Zimmer. Ich habe mit Bates gesprochen. Warum lässt du ihn nicht in dein Arbeitszimmer? Hat er dir das erzählt? Ich mal scheinheilig petzen. Weißt du, ich möchte einfach nicht dauernd gestört werden. Ich habe genug eigene Probleme. Und seine Unterwürfigkeit geht mir auf die Nerven. Was hast du? Nichts Besonderes. Ich habe nur im Moment sehr viel mehr Arbeit als sonst. Das verstehe ich aber, weil diese Unterwürfigkeit würde mir, wie ich schon gesagt hatte, im letzten Part würde mir auch auf den Sack gehen. Dieses, so dieses Stock im Arsch und dann dieses, oh, Sir, oh, Lady, oh. Also, Robert, ist ein bisschen schwierig. Sieh dir dieses alte Foto an. Weißt du, wer das sein könnte? Nein, ich kenne diese Person nicht. Warum fragst du? Oh, stimmt. Wir können ja auch negative oder positive Antworten geben. Oh, verdammt. Das habe ich ja ganz vergessen. Oh, wir sind mal positiv. Ich habe das Foto im alten Flügel gefunden. Es lag in Stücken in einem Kamin. Angesichts der Tatsache, dass jemand das Foto zerrissen hat, ist die Person darauf vermutlich nicht sehr wichtig. Vergiss es einfach. Oder sie ist wichtig und man will sie vergessen. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ja, ich will wissen, wer das auf dem Foto ist. Erzähl mal, Robert. Wir können tatsächlich positive oder negative Antworten geben. Das ist in dem Sinne gemeint, ob wir teilweise lügen oder die Wahrheit sagen oder wie auch immer. Wie jetzt gerade, ich glaube, wenn man da negativ genommen hätte, dann hätte er... jetzt muss ich lügen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, hätte er wahrscheinlich gesagt, ach, das habe ich nur so. Oder irgendwie so, weißt du? Aber was ich dazu sagen muss, die Entscheidungen, ich muss jetzt spoilern, die Entscheidungen, die wir hier treffen, die haben keinen Einfluss auf großartig auf den Spielverlauf. Das ist Peanuts. Die machen nichts. Ich komme später wieder. Okay, Victoria will mit uns nicht reden.
Dann holen wir uns erstmal den Dachbodenschlüssel, würde ich sagen, wie uns Bates ja im letzten Teil mitgeteilt hat. Holen wir uns mal Schlüsselchen für den Dachboden und gehen einfach mal ein bisschen auf dem Dachboden rumwühlen. Ja. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ich glaube, der Dachboden, das war, warte. Der Dachboden, den konnten wir oben, wo das Zimmer mit dem Kamin ist, betreten, ne? Von dort aus. Aber jetzt frage ich mich gerade, was es da noch mal gab. Aber das werden wir sicherlich gleich sehen, wenn es soweit ist. So. So. Ah, das mit Doppelklick ist herrlich. Da muss man hier nicht so ein... Lass mal erstmal da hingehen, während ich hier den Schlüssel auswähle. Ja, und der Schlüssel blinkt, das heißt, wir können ihn dann dort benutzen. Ah ja. Okay. Dann sehen wir uns doch einfach mal ein wenig um. Hier ist eine Ecke. Gucken wir uns die Ecke an. Leere Bilderrahmen und anderer Müll. Nutzlos. Ach, das Spiel ist so schön alt. Guck mal, wie der sich schon allein bewegt, wie das aussieht. So in dieser fertigen Map, wo sie einfach nur die Pixel hier hin und her schieben lassen. Sie ist abgeschlossen. Okay. Können wir hier mit Trick 17 irgendwas machen? Sie ist abgeschlossen. Okay, aber sie ist weiterhin markiert. Haben wir irgendeinen anderen? Können wir das vielleicht mit dem Schlüssel? Nee. Ach hier, das... Sie enthält einige Münzen. Das können wir übrigens auch machen. Wir können aus dem Portemonnaie von ihm können wir Münzen rausnehmen. Können wir vielleicht mit der... Eine gewöhnliche Metallmünze. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verklickt. Können wir... Nee, können wir nicht. Okay, dann gucken wir einfach mal in die Regale. Hier sehe ich nichts Besonderes. Mhm. Truhe. Alte Schriftrollen und viele Spinnweben. Da ist nichts Nützliches drin. Manchmal muss man Gegenstände auch mehrmals anklicken, dann sagt er unterschiedliche Sachen. Er ist ganz gut erhalten. Seltsam. Ganz gut erhalten, riesengroßes Loch drin. Samuels Definition von gut erhalten. So, der Turm. Was ist denn hier los? Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Ich muss diese Bretter irgendwie loswerden. Hm. Das schaffe ich nicht mit bloßen Händen. Wir brauchen ein Brecheisen. Na, lass uns mal... Okay, dann können wir hier erstmal so nichts tun. Wir brauchen ein... Ach na, warte mal, hier ist noch eine Kiste. Kicken wir uns mal an. Sie ist leer. Bis auf ein paar Bögen Papier. Okay. Na dann. Hui. Ich würde sagen, dann hauen wir mal unten Bates an und fragen den, ob der uns mal ein Brecheisen zur Verfügung stellt, freundlicherweise. So. Ach, mit diesem Doppelklick, das passt schon. Müssen wir jetzt nicht 8 Stunden warten, bis Samuel seinen Wert allerwertesten mal über den Bildschirm geschwungen hat. So, Bates, mein Schatz. Wir brauchen Brecheisen, gib mal her. Bates? Ja, Sir. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William, wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja. Bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates, Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Ja, ja, genau. Danke, Sir. Jetzt gib mir gefälligst ein Brecheisen. Bates, wissen Sie zufällig, wo ich einen Werkzeugkasten finde? Soll etwas repariert werden, Sir? Ich sage es Morris. Er wird sich darum kümmern. Nein, nichts dergleichen. Ich brauche seine Hilfe nicht. Also gut. Ich glaube, im Stall finden Sie Werkzeug. Hm. Danke. Warum ist der Eingang zum alten Turm versperrt? Madame hat mich angewiesen, die Tür zuzunageln, damit sie nie wieder an diesen Ort denken muss. Sie möchte nicht, dass Williams Arbeitszimmer betreten wird. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Okay, und schon wissen wir, dass Victoria es war, die dafür gesorgt hat, dass wir dort nicht hin können. Können wir jetzt mittlerweile in den Gemeinschaftsraum? Nee, können wir nicht. Sonst würde er, glaube ich, da schon hin switchen. Okay, aber wir gehen mal zum hinteren Garten. Es wird Zeit, mal das Schloss ein bisschen zu verlassen und uns hier mal so ein bisschen umzusehen.
Der umgefallene Baum blockiert den Weg. Man kommt nicht dran. Es ist schade, dass der Garten so überwuchert ist. Das Wasser war früher kristallklar. Ich werde Henry bitten, es sauber zu machen. So schmutzig darf es nicht bleiben. Vor allem, das ist das, wo das Spiel bisschen vorgreift. Weil Henry, den Namen haben wir bisher noch nie gehört, oder? Das Wasser war früher kristallklar. Okay, wir können hier erstmal nichts tun. Wir können zum rechten Flügel gehen oder wir können uns da hinten die Bäume angucken. Hier wuchsen die schönsten Ziersträucher und Bäume. Victoria hat sie so geliebt. Und das ist alles, was davon übrig geblieben ist. Ja, diese Unterhaltungskosten quasi vom ganzen Haus, das ist sicherlich alles teuer, ne? Zum Stall. Wo geht er denn jetzt hin? Ach so, er kann hier so diesen Weg lang. Der hintere Weg ist völlig überwuchert. Ich kann ihn nur von der anderen Seite erreichen. Das ist ja super. So, na dann gehen wir doch mal zum rechten Flügel, weil hier gibt es weiter nichts zu erkunden. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir können uns wir können nur zur Treppe gehen und an der Treppe können wir uns dann entscheiden. Okay. Also, guckt euch das einfach nur mal an von der Grafik her. Darin habe ich gespielt, als ich klein war. Damals war er nicht so verdreckt. Ja, also Zusammenfassung, Samuel stellt fest, dass hier das ganze Anwesen etwas runtergekommen und in die Jahre gekommen und nicht sehr gepflegt worden ist. Aber es ist sehr interessant, dass das so ein starrer Hintergrund ist, außer dieses kleine Blatt, was hier vorne fällt. Da haben sie sich nochmal Mühe gegeben. Also ist für damalige Verhältnisse ist das eigentlich echt cool und ich liebe das Spiel. Es ist super. Und wer hätte gedacht, dass er jetzt vor dem Baum vorbeigeht? Ich hätte gedacht, der Baum der ist im Vordergrund. Der muss ja Jahrhunderte alt sein. Auf diesen wunderschönen, der Anblick ruft ein merkwürdiges Gefühl in mir hervor. Diesen wunderschönen 2D-Maps. So, zur Küche können wir da wieder. Wir wollen aber nicht zur Küche, wir gehen zur Treppe. Wir können zum Haupteingang gehen oder zum Haupttor. Wir gehen mal zum Haupttor. Da ist nämlich besagter Henry. Wir gehen aber trotzdem noch weiter mal zum Haupttor. Wir können hier nämlich einmal in den Briefkasten gucken. Hier wird unsere Post eingeworfen. Ist meine Super-Illo schon da? Jedenfalls war es früher so. Verdammte Scheiße. Der ist leer. Wie, der ist leer? Was soll denn das? Hier ist ein Menhir. Ich würde zu gerne wissen, woher diese Steine stammen. Aus dem Aal. Entschuldigung. Können wir schon die Stadt verlassen? Das Schloss verlassen? Nee. Ich habe keinen Grund zu gehen. Deswegen. Das kommt natürlich später hinzu, ist klar. Aber jetzt gerade können wir das noch nicht. Gut, dann gucken wir erstmal, warum der Henry hier Laub verbrennt. Er hat hoffentlich eine Genehmigung. Der Rauch von dem Laub riecht gut. Er hat ja eine Genehmigung dafür. So, wir gehen mal zum Gewächshaus, bevor wir mit ihm quatschen. Also ich probiere wieder viel vorher zu untersuchen, ne? Häcksler. Das sieht aus wie Blut. Aber wie ist das möglich? Oh mein Gott. Blut im Häcksler. Oh Gott. Okay, Asthaufen. Holz, das für den Häcksler bestimmt ist. Gucken wir uns mal die Säcke an. Sie sind voller Laub. Henry hat alle Hände voll zu tun mit der Pflege des Gartens. Das glaube ich. So ein Garten, der macht ganz schön Arbeit, so ein riesiger. Dieses ganze Laub wird irgendwann verbrannt. Da kann er ja richtiges Lagerfeuer veranstalten jeden Tag. So, gucken wir mal zum Gewächshaus, ob wir da rein können. Die Tür ist abgeschlossen. Jawohl, das ist korrekt. Hier gibt es erstmal nichts weiter. Den Häcksler haben wir ja schon. Oh, warte mal, wir können den... Nein. Ich wollte mir den Eimer noch angucken. Den Eimer. Weil unterm Häcksler ist ja ein Eimer. Die letzte Ruhestätte für die Bäume und Sträucher. Aber im Häcksler war doch Blut. Zurzeit ist er leer. Aber im Häcksler war doch Blut. Wieso sind da jetzt keine zerhäckselten Teile von irgendwem oder irgendwas drin? Henry, erzähl mal, alte Socke. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Mein Name ist Henry. Ich kümmere mich um den Garten. Es ist kein leichter Job.
Ich habe niemanden, der mir hilft. Wir haben dich nicht nach deiner Lebensgeschichte aber gefragt. Wahrscheinlich wollten Sie mit mir über etwas anderes sprechen, eben. Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. So, na dann fragen wir Ihnen mal ein paar Sachen. Wie lange arbeiten Sie hier, Henry? Etwa ein Jahr, Sir. Der Garten kommt mir etwas vernachlässigt vor. Früher stand hier alles in Blüte, aber jetzt? Ich tue mein Bestes, Sir. Aber alleine schaffe ich nicht alles. Dieser Garten macht eine Menge Arbeit, Sir. Mhm. Warum pflegt hier niemand den hinteren Garten? Ich weiß nicht, Sir. Vermutlich, weil niemand mehr dorthin geht. Und was ist mit dem Springbrunnen? Früher waren da Fische drin. Ich habe kein Problem mit dem hinteren Garten als solchen, aber ich möchte, dass Sie den Springbrunnen reinigen. Aber, Sir, ist das nicht ziemlich zwecklos? Ich meine, von draußen kann man ihn nicht mal sehen. Das bedeutet eine Menge sinnlose Arbeit. Entweder Sie haben ihn bis morgen gereinigt oder Sie können sich einen neuen Job suchen. Wie Sie wünschen, Sir. Wow, das war jetzt aber ganz schön heftig. Hier gleich mal am ersten Tag Anweisungen geben, dem Gesinde. Henry, in dem Häcksler vor dem Treibhaus ist Blut. Wo kommt es her? Aber das ist unmöglich, Sir. Ich habe ihn nur mit Ästen gefüttert. Sind Sie ganz sicher? Da ist bestimmt noch Vogel drin. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es mir wohl eingebildet. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Wer weiß, was ich gesehen habe. Sagen Sie, Henry, wie kamen Sie mit Sir William zurecht? Ich kannte ihn nicht richtig, Sir. Ich habe ihn kaum gesehen. Sie haben jeden Tag hier gearbeitet und ihn trotzdem kaum gesehen? Nun sehen Sie, Sir William ging nicht sehr oft in den Garten. Und ich bekomme meine Anweisung nur von Madame Victoria. Bates durfte als einziger sein Arbeitszimmer betreten. Er hat sonst niemanden reingelassen. Können Sie mir sonst noch irgendetwas über ihn sagen? Ich möchte es Ihnen eigentlich nicht so gern sagen. Was denn? Naja, wie soll ich sagen? Alle hielten ihn für ein bisschen verrückt, wenn Sie wissen, was ich meine. Reden Sie weiter. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, Sir. Fragen Sie bitte jemand anderen. Was meint er damit? Warum sollte man William für verrückt halten? Henry, erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Haben Sie ihn je gesehen? Nein, Sir, ich glaube nicht. Wer ist das? Sollte ich ihn kennen? Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie ihm je begegnet sind. Tut mir leid, Sir. Henry, ich war am Gewächshaus. Es ist abgeschlossen. Warum? Ich schließe es tagsüber ab, nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen? Ich will nicht, dass jemand reinspaziert und in meinen Sachen rumschnüffelt. Laufen denn Fremde hier herum? Ja, wir. Nein, Sir, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Morris ein paar Mal da gesehen und er hat dort nichts zu suchen. Gewächshaus und Garten sind meine Aufgabe. Ich schließe aus Gewohnheit ab, um sicher zu gehen, dass nichts verloren geht. Aber wenn Sie sich umsehen wollen, Sir, mache ich auf. Nein, ich wollte nur wissen, warum es abgeschlossen ist. Wonach könnte Morris im Gewächshaus suchen? Und die Frage wäre ja, wer ist Morris? Aber auch hier greift das Spiel ich wieder ein bisschen vor, ne? Wie wir schon festgestellt haben. Aber wir gucken uns jetzt nochmal den Häcksler an, das interessiert mich jetzt. Da war doch eindeutig Blut drin, was erzählt er uns denn? Hier ist nichts. Ich könnte schwören, ich habe Blut gesehen. Na, das ist ja ein Ding. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Ja, nimm mal. Vorhin hat doch am Anfang gesagt, das sind Kopfschmerztabletten. Wieso nimmt er die jetzt, wenn er Halluzinationen hat? Eigentlich macht das keinen Sinn, aber ist egal. Aber die wichtige Frage ist, Morris, who the fuck is Morris? Wir gehen mal zum Stall, denn dort wird sich diese Frage ganz schnell klären, wer Morris ist. Ich kann es ja schon mal sozusagen beantworten. Morris ist der Stallknecht. Aber hier sehen wir auf jeden Fall schon was Interessantes, und zwar den Zaun. Der hier so ein bisschen verbogen ist. Dies ist die Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Und die Sache ist halt die, wir können uns hier noch nicht umsehen, weil wir dafür noch was anderes brauchen. Aber das macht nichts, wir gehen erstmal zum Stall. Wir lernen erstmal Morris kennen, beziehungsweise wir gucken uns zuerst einmal ein wenig um. Er ist trocken. Daraus wurde schon lange kein Wasser mehr geholt. Guck mal, Morris ist so ein cooler Typ,
der hackt einfach mit nur einer Hand, also hält nur in einer Hand die Axt und haut einfach so schön drauf. Schauen wir uns mal das Tor an. Es ist abgeschlossen, weil es so selten benutzt wird. Ach, da wisst es plötzlich, warum es abgeschlossen ist, oder was? Gott. Oben ist die bescheidene Wohnstätte des Stallknechts. Ich habe keinen Grund hinaufzugehen. Doch, schnüffeln. Aber wir wissen ja eh schon, wer der Mörder ist. Der Gärtner natürlich. Die Säcke da sind voller trockenem Heu. Sie sollten in den Stall gebracht werden, bevor es regnet. Ja, sieht's denn aus, als würde es regnen? Oh, diese Klugscheißer immer, ne? Oh, ein Pferd! Wieso schüttelt das mit dem Kopf, wenn ich komme? Was ist denn das für eine Frechheit? Wasser für die Pferde. Yay, Pferde! Schalter, 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 Schalter! Klick! Tagsüber ist es hell genug hier drin. Cool. Mistgabel, Mistgabel. Pferde, Pferde, Pferde. Heu, heu, heu. Ich möchte nicht schmutzig werden. Oh, die Lady vom Land möchte nicht schmutzig werden. Aber wir müssen uns ja noch nach Werkzeugen ein bisschen umgucken, ne? Mhm. Er ist rostig, aber er funktioniert. Okay, so ein Schraubstock oder was das sein soll, ne? Gucken wir mal in die Schublade. Hammer! Der sieht neu aus. Damit müsste ich die Bretter vor der Tür zum Turm abhebeln können. Sehr gut, nehmen wir. Ich wollte gerade sagen, klauen wir uns erstmal, aber da das ja das quasi der Besitz unserer Familie ist, müssen wir ja nicht klauen. Nägel, Schrauben, nichts, was ich gebrauchen kann. Wir brauchen nicht zum Nageln, wir brauchen etwas zum Entnageln, sozusagen. Okay, dann haben wir die Hammerfrage schon mal gelöst. Er ist rostig und hat viele Löcher. Er ist nutzlos. Wie du? Nein. Sie wirkt stabil, aber ich klettere da nicht hoch. Na, da ist nur Heu für die Pferde und das ist Morris' Aufgabe. Ich wollte gerade sagen, sieht doch nicht so aus, als ob das sich lohnen würde. Sie sollte repariert werden. Okay, ist die alte Kutsche. Gut, dann haben wir hier soweit alles erforscht. Fragen wir mal ein bisschen den Morris aus. Über die Gegebenheiten, was hier so abgeht, ne? Uns läuft nämlich ein bisschen die Zeit schon wieder weg für diesen Part. Mein Name ist Samuel Gordon. Sie sind Morris, der Stallknecht, nicht wahr? Auf Holzhacken, wenn ich mit dir rede. Ja, Sir. Ich weiß, wer Sie sind. Bates hat mir von Ihnen erzählt. Ich habe eine Frage an Sie, Morris. Was können Sie mir über Bates erzählen? Was wollen Sie über ihn wissen? Nun, ich weiß es nicht genau. Er ist anders als früher. Mir kommt er so vor wie immer. Der gleiche alte, hochnäsige Trübsalbläser. Früher war er nicht so. Das ist möglich. Ich kenne ihn ja erst, seit ich hier arbeite. Wie lange arbeiten Sie denn hier? Fast 5 Jahre. Morris, wie war Ihr Verhältnis zu Sir William? Naja, wie das zwischen einem Stallknecht und einem Pferdebesitzer. Okay, schätze ich. In der ganzen Zeit, in der ich hier arbeite, hat er nur ein paar Sätze mit mir gesprochen. Ich meine, ich habe ihn nur selten gesehen. Ich verstehe. Ich weiß nur, als ich das letzte Mal, das Spiel, also das erste Mal das Spiel gespielt habe, habe ich immer so die ganze Zeit gedacht, wer war schuld, dass der tot ist? Weil wir müssen ja hier den Tod aufklären irgendwie, ne? Das ist ja hier die Hauptaufgabe erstmal. Augenscheinlich. Und da habe ich immer so gedacht, na, der Gärtner war's, Klischee. Und dann, nein, der Stallknecht. Das ist ja lustig. Morris, Sie wohnen gleich neben dem alten Flügel. Können Sie von Ihrem Zimmer aus den alten Turm sehen? Was meinen Sie damit? Ich gehe da nie hin. Wer hat Ihnen das erzählt? Das war dieser alte Säufer, oder? Es war nur eine Frage. Warum regen Sie sich so auf? Ich wusste, dass dieser Bastard über mich Tratsch verbreitet. Glauben Sie ihm bloß kein Wort, Sir. Wenn er besoffen ist, redet er Mist. Sicher. Aber Sie waren doch im alten Flügel, nicht wahr? Ja, aber nur aus Neugier. Ich habe sonst keinen Grund, dahin zu gehen. Außerdem ist es unheimlich. Was meinen Sie damit? Naja, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. In diesen alten, klammen Mauern habe ich immer das Gefühl, als würde ich von etwas beobachtet werden, was älter ist als die Jahrhunderte. Und diese Stille. Es ist einfach unheimlich dort. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten muss. Der Gärtner, wie ist er so? Henry? Ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir. Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betrinkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da,
Start ins Leere und trinkt. Woher weißt du, dass wenn das ist Zimmer abgeschlossen ist? Seltsam, oder? In der Tat. Auf mich wirkt er nicht wie ein Säufer. Nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Hm. Morris, sehen Sie hier. Kennen Sie diesen Mann? Ich glaube nicht. Den habe ich hier noch nie gesehen. Okay, danke. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Okay. Dann haben wir von Morris erstmal genug gehört. Ich würde vorschlagen, wir gehen ins Haus. Und dann würde ich sagen, ich beende hier erst einmal den Part. Wir sind wieder bei 25 Minuten. Ich denke, das ist eine Zeit, die ist okay. Die kann man gerade noch so verkraften. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Tschüss!